Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Flows 11. Heute zu einem neuen Road to Glory 11 Season Update. Das ist mal wieder das Ende der Saison. Ihr seht hier unten Saisontag 28, wie immer. Und ja, die Saison in Level 5 ist schon wieder vorbei. Geht ja mal echt schnell, die 4 Wochen. Und wir schauen einfach mal heute das Team wieder an. Ihr kennt es ja auch schon in den Folgen, was hat sich so getan. Was planen wir so für die neue Saison? Wie haben wir abgeschnitten vor allem auch? Das Triple zu holen ist ja immer noch hier das große Ziel auf dem Account. Und ob wir es diese Saison geschafft haben, ihr werdet es im Laufe des Videos erfahren. Auf jeden Fall gehen wir links wieder im Menü alles einmal durch soweit und fangen wie immer mit dem Team an. Hier hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Ich habe den Spieler hier gekauft über die Verhandlung. Die Verhandlung habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, muss ich ehrlich sagen, aber es lag einfach daran, Benjamin Fritz, unser normaler Innenverteidiger, der das immer gespielt hat, der war im Pokalfinale gesperrt und wir hatten keinen guten Ersatz so wirklich gehabt auf der Bank. Den habe ich dann erst später hier bekommen und der hat auch nur 85%, der war vom Event. Und dann habe ich einfach den Spieler hier geholt. Ich glaube, wir haben, weiß ich nicht, 13 Token oder so für den bezahlt. Das war auf jeden Fall ganz in Ordnung und so haben wir hier nochmal einen guten Spieler, den werden wir auch behalten für nächste Saison. Ich dachte einfach, der hat hier ganz also Skills, die ganz in Ordnung aussehen, noch einigermaßen alles über 100% und habe ich den einfach mitgenommen, hat auch eine Spezi gehabt. Ist schon ein bisschen älter, aber den werden wir auf jeden Fall für die neue Saison noch behalten. Genauso wie alle anderen hier hinten, außer diesen hier, Zivanovic, unseren Scout-Spieler, den werde ich heute Abend noch verkaufen. A läuft der Vertrag aus und B ist er dann auch einfach zu schlecht, der hat nächste Saison nur noch 64%. Und wir werden ja auch einen neuen dann trainieren. Dazu komme ich dann aber gleich noch, wenn wir weiter unten sind im Kader. Weiterhin werde ich den hier auch verkaufen, denn der Vertrag läuft auch aus und der ist auch einfach ein bisschen zu schlecht. Und wir verkaufen ja auch immer ein paar Spieler, um halt den Gesamtschnitt am Ende der Saison dann zu drücken. Dass wir halt nicht so viele gute Spieler mit in die neue Saison nehmen, dass wir halt nicht so starke Gegner kriegen. Potenziell, ob es klappt, wird es sich zeigen. Letzte Saison hatten wir ja gar nicht so viel verkauft und hatten jetzt diese Saison eigentlich relativ einfache Gegner, zumindest in der Liga. Und die Saison davor hatten wir ja relativ viel verkauft und da hatten wir dann eine schwere Liga. Ich weiß es auch nicht so wirklich, aber ich denke mal, insgesamt wird das schon noch was bringen, das Verkaufen. Und so oder so, man verliert dadurch ja nichts. Das sind eh Spieler, die würden bei uns auf der Bank sitzen und vielleicht ein, zwei Spieler in der nächsten Saison spielen, wenn mal einer gesperrt ist oder so. Und ja, darauf kann ich dann ehrlich gesagt auch verzichten. Da kann ich auch einen neuen dann kaufen. Deswegen werden wir die Verträge auch nicht verlängern. Und dann schauen wir mal weiter. Ganavati, ganz klar. Unser trainierter Spieler aus dem letzten Video. Den werden wir auf jeden Fall in den Vertrag auch verlängern nochmal. Bei ihm ist halt auch die Sache, nächste Saison ist er 21 und ich habe ja schon öfters im Video gesagt oder in den Videos, mit 21 ist halt so ein bisschen so ein Sprung, weil mit 22 Jahren die Spieler sich dann nochmal ein Stück langsamer entwickeln. Von 18 bis 21 ist ungefähr die schnelle Entwicklung, dieselbe Geschwindigkeit bei der Entwicklung und mit 22 wird es dann schon bedeutend langsamer. Und dementsprechend werde ich auch versuchen, ihn dann nächste Saison vielleicht mit Videos nochmal so gut wie es geht hochzutrainieren. Muss ich mal schauen, er hat ja auch die Leistung gebracht, bei den Statistiken, wenn wir gucken, Liga 25 Spiele, 10 Mal bester Spieler, Pokal hat er richtig gut abgeschnitten, 16 Tore, 10 Vorlagen in 10 Spielen und 6 Mal bester Spieler, also er ist auf jeden Fall ein richtig guter Mann und mit dem werden wir noch lange unseren Spaß haben, schätze ich mal. Dann Biancucci, sein Vertrag läuft auch aus, den verlängern wir auch nochmal. Bei ihm ist halt auch so eine Sache, er hat nächste Saison noch 107% am Anfang, ist 24. Muss ich mal schauen, also es wird früher oder später dann noch Zeit, hier nochmal ein paar grüne Koffer zu investieren. Ob es nächste Saison schon soweit ist oder erst übernächste, werde ich dann entscheiden. Statistisch sieht das hier alles noch sehr gut aus bei ihm. Was Tore angeht und so, er ist auch wieder der Topscorer in der Liga, werdet ihr nachher noch sehen. Kriegt auch nochmal die 30% Abschluss, die man da mal bekommt. Und ja, also allgemein die Offensivreihe, auch gerade jetzt hier mit dem Neuen, den wir noch getrainiert hatten am Anfang der Saison und gekauft hatten, der hat auch sehr gute Spiele gemacht, auf jeden Fall in der Liga zumindest. Ja, dann Wettbewerben war jetzt nicht so doll, aber ja, wir haben ja hier vorne auch wirklich einige gute Spieler und die teilen sich das auch untereinander alles so ein bisschen auf, die Tore und so. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier nur einen Starspieler haben und ja, dafür machen die das eigentlich richtig gut, finde ich. Und wie gesagt, in der Offensive haben wir eigentlich gar keine Probleme jetzt erstmal in den nächsten Saisons. Ihn hier habe ich noch mit den Videos diese Saison, weil er 21 halt war, auf 146% gebracht. Das heißt, er ist also auch noch für die nächsten Saisons auf jeden Fall absolut good to go. Den können wir noch ohne Probleme weiter benutzen und ja, von den Werten sieht er jetzt ja auch eigentlich ganz gut aus. Ich hatte jetzt hier noch ein bisschen Physis und sowas mitgepusht. Und ja.
Mal schauen, was da noch so rauskommt. Dann war es das erstmal soweit mit der Mannschaft. Also wie gesagt, wir mit der Startelf, wir werden die beiden, dessen Verträge auslaufen, verkaufen. Und alle anderen aus der Startelf werde ich, glaube ich, erstmal behalten soweit. Das war jetzt zumindest der Gedanke. Und dann kommen wir hier auch gleich zur Bank. Weil da haben wir nämlich diesen Spieler hier. Shea, den kennt ihr ja schon, den habe ich ja in der letzten Folge euch schon gezeigt. Ja, den werde ich trainieren. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich auf jeden Fall. Er hat jetzt hier DC fast fertig gelernt. Ich habe ihm diese Random-Spezialfähigkeit hier gegeben und habe nicht nachgedacht, weil ich hätte das machen sollen, nachdem ich den Innenverteidiger fertig gelernt habe. Weil als DMC hat er eigentlich nur Spielmacher als sinnvolle Fähigkeit. Und alles andere war halt hier Elfmeter, Freischuss und sowas. Und hätte er DC noch gehabt, dann hätte er auch Kopfball und, na, wie heißt das andere hier? Defensive Wall, also diesen Abblock-Spezialisten da, oder wie das heißt. Wie heißt denn das? Ich gucke hier mal kurz, haben wir einen Verteidiger, der noch was lernen kann? Ja, er hier. Abwehrbollwerk, genau, das meine ich. Das hätte er dann noch kriegen können, da hätte ich dann lieber die Random-Spezie ihm geben sollen. Da habe ich ein bisschen vermasselt, aber ist jetzt auch egal mit Elfmeter-Spezialist. Der ist ja ein Fast-Trainer und alles, der hat guten Marktwert. Den werden wir trotzdem dann pushen. Und ebenfalls pushen werden wir den hier, den hatte ich noch gefunden. Den einen Tag mal auf dem Markt. Auch ein Fast-Trainer. Guter Marktwert, habe ich noch schon getestet. Der ist wirklich top, das ist der Beste, den es gibt. Der kriegt beim 15. Mal Aufwärmen immer den Punkt. So wie ich es im Fast-Trainer-Video gezeigt habe mit den Methoden zum Testen. Und ja. Ich habe vorhin mal im Discord-Kanal euch gefragt, was ihr gerne sehen würdet, welchen Spieler. Und die meisten haben dann eher gesagt den MC, weil den kann man noch ein bisschen besser trainieren. Der fängt halt bei 31% an und ich denke mal, der wird es noch werden. Den werde ich als Video bringen auf jeden Fall nächste Saison. Und den anderen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da ein Video mache, weil er startet halt relativ hoch bei 64. Ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht werde ich den noch einfach so trainieren, ohne ein Video dabei aufzunehmen. Muss ich halt auch gucken, wie das zeitlich alles bei mir so passt. Weil die Videos aufnehmen dauert halt auch immer ein bisschen und auch in der Nachbearbeitung und so weiter. Da muss ich mal schauen, ob ich dazu beiden Video mache. Wahrscheinlich eher dann zu dem MC. Und ja, so viel dazu. Dann wäre das geklärt. Könnt ihr euch freuen auf das Training vom MC. Kommt dann als Video nächste Woche wahrscheinlich hoch. Und ja, sonst auf der Bank hat sich jetzt hier ein bisschen was angesammelt. Im Laufe der Saison, es gab ja einige Events, das King of the Hill Event, da haben wir zwar nicht wirklich mitgespielt am Anfang, aber jetzt gab es ja noch dieses Halloween Event, diese Halloween Tour oder was das war. Und da sind wir auch relativ weit gekommen und da haben wir jetzt zum Beispiel auch noch diesen Spieler hier bekommen, 125%, aber ja, er senkt halt, er erhöht halt einfach unsere Qualität so weit von den Top 14 Spielern. Und wir brauchen den nicht, wir haben hier vorne unsere vier Offensiven, die alle sehr gut sind und er wäre jetzt nur ein Auswechsler. Und deswegen werde ich ihn noch verkaufen, weil wir ihn einfach nicht brauchen und weil er unsere Qualität zu doll anhebt. Und das gleiche mit Polder, also ich werde das hier mal ein bisschen sortieren. Ihn behalten wir ja auf jeden Fall, weil wir trainieren ihn auch. So, Reichert, den werde ich auch verkaufen. Haben wir ja gesagt, da haben wir nämlich noch in der Jugendakademie ihn hier. Das wird dann wahrscheinlich der neue DR, dem habe ich jetzt hier noch eine Fähigkeit gegeben. Das gab auch vom Spezialsponsor so einen Trainer. Und er kommt bei 80% raus, weil ich habe ihm auch den einen Trainer gegeben, vom Spezialsponsor ebenfalls. Also der ist auf jeden Fall ein solider Spieler, der kann dann erstmal da rechts hinten spielen. Und dementsprechend brauchen wir Reichert halt nicht mehr. Da können wir ihn auch verkaufen, also eigentlich sind das die einzigen beiden, die ich hier wirklich behalten würde. Alles andere kann eigentlich mehr oder weniger hier weg, außer halt die ganzen schwächeren Spieler, die wir hier unten haben. Oder die halt noch extrem jung sind, die würde ich vielleicht behalten. Ich habe das ja auch schon mal so ein bisschen sortiert. Also ihn werde ich zum Beispiel behalten, weil er ist relativ schwach auch. Einfach so als Bonusspieler mit diesen drei Positionen ist ja mal nicht schlecht. Und ihn werde ich einfach noch verkaufen. Der hat zwar auch die drei Positionen, aber den brauchen wir auch nicht. So. Dann hätten wir das erstmal. Dann kommt, wie gesagt, Polder noch weg. Dann kommt... ja, Püt, weiß ich nicht, was. Den können wir eigentlich behalten erstmal. Ja, nur so die anderen Jugendspieler hier. Also Reichert, der kommt noch weg. Dieser Thomas, den brauchen wir auch nicht. Können wir weghauen. Den können wir auch endlich mal weghauen, den brauchen wir auch nicht mehr.
Dann haben wir ihn, den verkaufen wir auch. So, dann wären das erstmal 6 Leute, die wir jetzt hier verkaufen. Dann haben wir eigentlich nur noch relativ niedrige, ich überlege gerade. Ja, ich denke, das ist so okay. Ich will ja auch nicht alle verkaufen, wir kriegen ja auch wieder Jugendspieler hoch, da brauchen wir auch ein bisschen Platz dann im Kader, dass wir die dann verpflichten können. Also, ich denke mal, so sieht das erstmal ganz okay aus. Von den Spielern, das wären dann die beiden neuen, dafür kommen die beiden noch weg. Also haben wir eigentlich nur 11 gute Spieler und dann so ein paar 3-4-Sterne-Spieler auf der Bank. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ja, wie gesagt, das Team eigentlich alles in allem ganz in Ordnung. Nächste Saison wird es, denke ich mal, noch ein bisschen stärker werden, wenn wir wirklich die beiden neuen Spieler hier dann noch haben, die wir dann ja auch ein bisschen trainieren können, dann sieht das eigentlich sehr gut aus. Haben wir nochmal 2 Schwachstellen ausgebessert und alle anderen sind ja wirklich auch noch ganz in Ordnung. Ich denke mal, das läuft. Wir haben jetzt auch schon wieder über 2000 Erholungen, also ich schätze mal, der Stuart, zu dem wir ein Video machen, der wird vielleicht so wieder um die 500 Koffer kosten, wie der Ganavati damals. Den werde ich halt so ähnlich bauen und der Share wird vielleicht ein bisschen billiger, weil er höher anfängt, weil wir ihn noch nicht so vielleicht, den werde ich vielleicht nicht ganz so spezifisch trainieren, einfach nur so ein Mitläufer, sag ich mal. Aber er wird vielleicht auch so 300 Koffer oder so kosten, schätze ich jetzt einfach mal, keine Ahnung. Das wird schon ganz in Ordnung, schätze ich. Dann sind 800 Koffer wieder weg und alles andere wird sich ja in der nächsten Saison zeigen. So, dann Training. Können wir ja mal ganz kurz reingucken. Habe ich schon lange nicht mehr gezeigt. Wir sind jetzt Stufe 59 mittlerweile. Also es geht ja auf jeden Fall voran. Auch wenn es relativ langsam geht. Ich glaube, wir machen jetzt so im Schnitt 3-4 Level pro Saison. Vielleicht, aber wir schalten ja auf jeden Fall immer mehr Sachen frei. Offensiv zum Beispiel sind wir jetzt hier schon ziemlich weit. Bei den anderen, naja, es geht so. Gerade körperlich haben wir ja noch einiges auch auf 1% hier bloß. Aber das ist auf jeden Fall ganz okay. Dann Jugend hatte ich schon gezeigt. Ja, dann kommen wir einfach mal zu den Wettbewerben. Fangen wir bei der Liga an. Habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, die Liga war sehr leicht diesmal. Wir haben hier wirklich dominiert. 5 Gegentore bloß. 137 zu 5 Tore. Ein Spiel verloren, das war das erste Saisonspiel gegen den Drittplatzierten jetzt hier. Aber ansonsten haben wir hier wirklich richtig gut abgeschnitten. Und unsere Spieler ja auch. Bei den besten Bewertungen 3 Stück oben dabei. Bei den Vorlagen 2 Spieler von uns dabei. Bei den meisten Toren 3 Spieler von uns dabei. Also es lief auf jeden Fall richtig gut hier. Kann man nicht viel sagen. Die Konkurrenz war halt auch diese Saison wirklich nicht so wirklich da. In der Liga und das lief so nebenbei. Viele Spiele haben wir ja auch hoch gewonnen. 7-0, 8-0 und sowas. Ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir werden sehen, was wir nächste Saison wieder für die Liga bekommen. Das war jetzt auf jeden Fall nicht so die Herausforderung, aber habe ich ja schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, das ist ja auch mal recht schön, wenn man eine Saison mal ein bisschen entspannter hier hat, dann braucht man nicht so viele Spiele zugucken und sowas. Das lief halt so von alleine und dann konnte ich mich auf die anderen Wettbewerbe so ein bisschen konzentrieren. Womit wir mal zur Champions League kommen. Und ihr seht ja auch schon, wir sind wieder nicht im Supercup dabei. Das heißt, wir haben die Champions League nicht gewonnen. Denn wir haben im Finale gestern verloren. Gegen Real Madrid. CF mit dem Dortmund-Logo, man kennt es. Ja, da war ich dabei bei dem Spiel, das war gestern Vormittag und das war auf jeden Fall richtig ärgerlich, das Spiel, denn, weiß nicht, ich bin ins Spiel reingekommen, also ich war pünktlich im Spiel zum Anpfiff und auf einmal, weiß nicht, die ersten 3 Chancen, die er gefühlt hat, gehen halt sofort alle rein. Ich lieg 3-0 hinten, ich weiß gar nicht, was überhaupt da passiert ist, so wirklich, und ja, da habe ich ein bisschen was probiert halt umzustellen, hab dann hier, bin dann nochmal rangekommen auf ein 2-3, dann hat er aber relativ schnell noch vor der Halbzeit das 2-4 gemacht. Ja, und dann hat er halt, dann habe ich hier gewechselt nochmal und hat er halt das 2-5 gemacht und am Ende haben wir dann noch ein Tor geschossen, aber es hat leider nicht gereicht. Der Gegner ist auch ganz gut gewesen, der hat jetzt hier, glaube ich, nicht seine beste Mannschaft aufgestellt. Der hatte gestern, oh, er hat auch schon ein bisschen was verkauft, also mal gucken, den können wir nächste Saison auch wieder als Gegner haben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, der hatte gestern, wo wir gegen ihn gespielt haben, ich hatte ja 113, seht ihr ja, er hatte, glaube ich, 116 oder so, also er war leicht stärker. Jetzt nicht viel stärker, aber das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der ein bisschen weiß, was er macht. Ihr seht es ja auch schon, der hat jetzt ein paar Spieler verkauft hier, damit er schwächer ist. So wie wir das ja auch meistens machen. Und er hat hier halt auch 9 Unentschieden und 12 Niederlagen bisher bloß bei 210 Siegen. Und er hat, glaube ich, sogar bis auf eine Liga, er holt ja jetzt hier die 4. Liga, er ist auch erster ungeschlagen, eine Niederlage bloß. Er holt jetzt hier halt auch die 4. Liga, also er hat, glaube ich, eine Liga nicht gewonnen, wir sind jetzt Level 5. Aber er hat alle Champions League und alle Pokale bisher gewonnen, weil er hat diese Saison nämlich auch wieder beides gewonnen, glaube ich. Und ja, ist auf jeden Fall krass.
krasser Spieler. Müssen wir mal schauen, ob wir ihn nächste Saison auch wieder dabei haben. Ja, war auch vom Spielverlauf auf jeden Fall auch ein bisschen ärgerlich. Er hatte hier so eine merkwürdige Aufstellung gespielt, wo alle Spieler hier irgendwie so ein bisschen verteilt sind über den Platz. Eigentlich nur mit einem MC finde ich immer ein bisschen schwach. Aber konnte ich nicht so wirklich ausnutzen. Ich habe auch durch die Mitte gespielt, aber es hat sich nicht so richtig ausgezahlt. Konnte ich nichts machen. Irgendwie war der Anfang halt so ärgerlich, aber insgesamt, wenn wir uns die Statistiken hier unten angucken, war es halt auch verdient für ihn. Und ja, passiert halt. Ein bisschen ärgerlich, weil wir halt wieder das Triple nicht geholt haben. Dadurch, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, dass wir den Pokal gewonnen haben, aber ist ja auch egal, Triple halt wieder nicht geholt. Irgendwie ist das halt so ein Fluch, der sich hier durch den Verein zieht, dass wir kommen ja auch fast immer ins Finale in allen Wettbewerben und dann verlieren wir halt ein Spiel. Total ärgerlich und ja, keine Ahnung. Werden wir halt nächste Saison wieder angreifen, mal schauen, was da so geht, ob wir ihn dann auch wieder dabei haben. Und den Pokal, ich habe es gerade schon angedeutet, den haben wir gewonnen. Hier haben wir übrigens gegen einen Menschen geguckt, der meine Videos schaut. Grüße an Jannis. Und ja, wir hatten schon vorher geschrieben, er hatte bei YouTube einen Kommentar geschrieben, dass er meine Videos guckt und dass wir im Pokalfinale gegeneinander spielen. Und da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, weil ich halt nicht gedacht hätte, dass einer, gegen den wir hier spielen, die Videos guckt. Und ja, Jannis, sorry auf jeden Fall, 4-0 gewonnen. Es war ein relativ eindeutiges Finale dann. Aber ja, 4 Tore von unserem trainierten Spieler hier in dem Spiel. Und ja, was soll ich dazu großartig sagen? Ja, wir waren ja auch beide dabei, ich habe das Spiel auch gesehen. Jannis hat hier halt ein bisschen, glaube ich, einen Fehler gemacht, weil er spielt halt ohne MCs. Er hat hier halt so eine Formation, wo man einfach durch die Mitte spielen kann. Und das finde ich halt immer ziemlich anfällig. Also Jannis, wenn du das Video siehst, dann würde ich dir halt raten, auf jeden Fall wenigstens einen MC halt irgendwie in die Mannschaft einzubauen. Das ist halt, weil sonst kannst du halt einfach bei der Taktik, das habe ich auch gemacht, mit 2 MCs aufgestellt und dann einfach durch die Mitte spielen. Halt eine Mannschaft aufgestellt, die halt ziemlich durch die Mitte spielen kann. Mit diesem DMC, 2 MC und einem AMC und dann ist das halt relativ anfällig. Und ja, da war ich mir eigentlich relativ siegessicher bei dem Spiel, aber auf jeden Fall cool, dass wir hier gegen Abonnenten gespielt haben. Und er hat auch gar kein schlechtes Team, also insgesamt halt schon gute Spieler. Er hat halt bloß, wie gesagt, die Aufstellung ist jetzt halt, würde ich sagen, nicht ganz so schlau gewählt gewesen. Aber ja, vielleicht sehen wir uns ja nächste Saison oder so nochmal wieder. Im Pokal oder in der Champions League oder in der Liga sogar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ansonsten, ja, sind wir hier eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich glaube, wir hatten gar kein Spiel verloren. Diesmal auch gegen die guten Gegner hatten wir immer gewonnen. Hier zum Beispiel im Halbfinale hatten wir auch einen ganz guten Gegner gehabt. Aber das lief eigentlich im Pokal. War jetzt natürlich auch dadurch geschuldet, vielleicht, dass wir die einfache Liga hatten. Wie gesagt, ich konnte mich ein bisschen drauf konzentrieren auf die anderen Wettbewerbe und joa. Das lief auf jeden Fall ganz gut. Dann, was kann ich noch zeigen? Events. Wie gesagt, Freundschaftswettbewerb. Nächste Saison werde ich einen ausrichten. Mit meinen Discord-Abonnenten oder wie nennt man das? Discord-Mitgliedern, die auf dem Discord-Server sind. Also wenn ihr da mitmachen wollt, kommt auf jeden Fall noch drauf. Ich werde dann dort den Einladungslink nächste Saison posten. Verband führen wir Finale heute wieder. Und wir sind ja auch schon aufgestiegen in Platin. Das bedeutet, wir kriegen auch 100 Token morgen. Das ist auf jeden Fall ganz cool, aber ich denke mal, der Verband ist jetzt ja auch nicht der alleraktivste, also wir zehren sehr davon, dass wir halt oft einfache Auslosungen hatten und dass wir halt oft auch, naja, wie soll ich sagen, in den unteren Ligen halt noch sehr viele Punkte geholt haben, deswegen haben wir es jetzt überhaupt nur in Platin geschafft. Ich glaube, mit der Truppe würden wir es normalerweise nicht in Platin schaffen und da werden wir uns auch nicht halten können, schätze ich. Deswegen muss ich mal sehen, vielleicht gehe ich mit dem Account ja auch raus, also in dem Verein sind es auch 3 Accounts von mir drinne. Die ich halt einfach dann immer hochtrainiere mit den Boni und so, dass wir halt ein bisschen eine Chance haben. Aber ja, muss ich mal sehen. Vielleicht suche ich mir dann wirklich einen neuen Verband zur nächsten Saison. Falls jemand von euch irgendwie einen Platin-Verband hat oder so und da noch Leute sucht, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen und würde ich mir überlegen, ob ich da dann mal reinkomme, weil das wäre wirklich nicht schlecht, wenn wir pro Saison hier die 100 Token mitnehmen könnten und das werden wir hier nicht schaffen, hier werden wir nächste Saison wahrscheinlich absteigen, würde ich sagen, weil Platin ist echt schon mal nochmal eine andere Liga, als wenn man hier in den Goldligen spielt, wo halt auch viele inaktive Truppen dabei sind und
Ja, muss ich mal schauen. Da werde ich mir wahrscheinlich was Neues suchen zur neuen Saison. Mal gucken. Kann ich sonst noch zeigen? Das Spiel geht ja auch gleich los. Also das heißt, das Video geht schon wieder ziemlich lange. Sponsor, da haben wir Level 17 erreicht diesmal. Da habe ich mir diesmal auch ein bisschen Mühe gegeben, hier ein paar Aufgaben zu erfüllen, die recht einfach sind, weil ich diesen Jugendakademie-Trainer hier noch haben wollte. Wegen dem einen Jugendspieler, den wir ja auch benutzen werden in der neuen Saison. Ansonsten haben wir halt wieder eine Menge Kram bekommen. Habe ich, glaube ich, schon im letzten Video gezeigt, was es hier alles gibt. Ist auf jeden Fall immer ganz okay. Aber ich habe jetzt ja auch nichts großartig investiert, dass wir hier noch weiterkommen. Für den Spieler hier lohnt es sich halt einfach auch nicht für uns. Joa. Ansonsten waren die Aufgaben alles in allem eigentlich ganz in Ordnung. Haben wir auch relativ viel geschafft. Naja. Dann. Ja, Gelände, was brauchen wir aus Stadion? Ah, ne, Parkplatz diesmal. Brauchen wir nicht das Stadion, sondern den Parkplatz. Das läuft ja eigentlich auch so nebenher. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was ich hier noch zeigen kann. Das war es eigentlich, glaube ich, schon soweit. Schauen wir einfach nochmal auf die Statistik. Wir haben diese Saison 46 Siege und 3 Niederlagen gehabt. Die Niederlagen waren eine in der Liga und 2 in der Champions League. Einmal das Finale und einmal hatten wir in der Champions League auch schon, ich glaube, Viertelfinale war das. Ja, Viertelfinale. Wir sind knapp weitergekommen. 2 zu 0 das Hinspiel gewonnen, 2 zu 1 verloren das Rückspiel. Gegen auch einen guten Gegner hier. Das waren die 3 Niederlagen eigentlich diese Saison. Jetzt spielen wir gleich, wie gesagt, noch das letzte Ligaspiel. Da werden wir, denke ich mal, auch gewinnen. Und dann haben wir die Saison relativ erfolgreich abgeschlossen. Kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und nächste Saison attackieren wir wieder das Triple. Wir attackieren jede Saison das Triple. Und ja, mal schauen, einfach von den Gegnern her, ob es was wird. Irgendwie haben wir immer bisher das Pech gehabt. Wir waren auch, glaube ich, fast in jedem Spiel, glaube ich, dabei. Also ich überlege gerade, wir haben ja auch bisher eine ähnliche Statistik wie der Gegner, den wir im Champions League-Finale hatten. Aber wir haben halt viel weniger Pokale geholt, weil er hatte ja viermal die Champions League schon geholt und viermal den Pokal. Wir haben erst zweimal die Champions League und dreimal den Pokal. Das bedeutet, er hat irgendwie seine Niederlagen. Der hat ja, glaube ich, 12 Niederlagen gehabt. Wir haben 13 irgendwie anders aufgeteilt. Dass er halt die Finals gewonnen hat, wahrscheinlich in der Liga oder so mehr verloren hat. Keine Ahnung, jedenfalls. Ja, von der Statistik her hätten wir eigentlich noch den einen oder anderen Pokal mehr gewonnen haben müssen. Aber war eine komische Formulierung jetzt, glaube ich. Aber irgendwie haben wir halt immer die Niederlagen in den Finals kassiert dann so. Ich weiß noch, dass wir letzte Saison, glaube ich, das Pokalfinale verloren haben. Da wollte ich eigentlich bevor ich das Video aufnehme, nochmal in die alten Videos mal gucken. Aber wir haben auf jeden Fall letzte Saison, glaube ich, ah nee, da haben wir das Champions League-Finale, glaube ich, auch verloren. Und davor die Saison haben wir, glaube ich, das Pokalfinale verloren. Also wir sind hier wirklich in jedem Spiel, in jedem Finale irgendwie dabei. Aber wir haben es halt oft verloren und das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir werden auf jeden Fall weiter angreifen, weiter unser Bestes geben und ja, dann werden wir hoffen, dass wir in der nächsten Saison dann auch wieder angreifen können. Ansonsten war es das ja erstmal soweit von diesem Season-Update. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann das Trainingsvideo zum MC. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich das aufnehme. Jetzt im Laufe der Woche, dass wir den Spieler dann hochpushen und zum DMC werdet ihr ja sehen, ob da noch ein Video kommt oder nicht. Weiß ich jetzt noch nicht, wie es zeitlich so aussieht. Und ja, dann hören wir uns in dem Video zum MC wieder. Ansonsten kommt ja in 2 Wochen dann wieder das neue Season-Update. Und ja, wie gesagt, kommt auf den Discord-Kanal. Da ist jetzt schon ein bisschen was los mittlerweile die letzten Tage. Das freut mich auf jeden Fall. Ich beantworte auch immer alle Fragen, soweit es geht. Und bin auch immer aktiv am Start. Und wie gesagt, der Freundschaftswettbewerb wird nächste Saison dann auch über Discord ausgetragen werden, beziehungsweise halt die Anmeldung darüber laufen, dass ich da den Code dann poste. Und ja, ansonsten, falls ihr weitere Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen guten Saisonstart, die neue Saison, die ja morgen anfängt. Denkt dran, heute eure Spieler runter zu pushen. Gut, das Video kommt erst wahrscheinlich morgen oder so hoch, da ist es dann schon wieder zu spät. Am Ende des Saisontages wird ja, des letzten Saisontages wird ja mal die Energie wieder aufgefüllt zur neuen Saison. Deswegen kann man halt noch alles runtertrainieren abends. Wie gesagt, ein guter Start in die neue Saison. Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare, wie immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und ciao.